Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Martin Luther King Lecture hier im Körperforum. Mein Name ist Lothar Dittmer und ich bin Mitglied im Vorstand der Körperstiftung. 1929 kam in den USA der Mann zur Welt, dessen Rede I Have a Dream vor 250.000 Demonstranten in Washington im Jahr 1963 wahrscheinlich zu einem der bedeutendsten Momente der Bürgerrechtsgeschichte für die ganze Welt geworden ist. Bis heute steht der Name Martin Luther King Jr. für den gewaltfreien Kampf gegen Diskriminierung jeglicher Art und für die Bürgerrechte in einer demokratischen Gesellschaft. Barack Obamas Wahl zum US-Präsidenten wäre vermutlich ohne Martin Luther King nicht möglich gewesen. Und seine zweite Vereidigung, das wissen Sie wahrscheinlich, hat öffentlich und symbolträchtig heute stattgefunden. Und heute, das heißt in den Vereinigten Staaten am dritten Montag im Januar, das ist der Martin Luther King Day und der ist in den Vereinigten Staaten ein nationaler Feiertag. In Erinnerung an Martin Luther King und seine Geschichte würdigt die Körperstiftung nun schon seit einigen Jahren mit der Martin Luther King Lecture herausragende internationale Vertreterinnen und Vertreter der Bürgergesellschaft, die sich in irgendeiner Form beispielhaft für die Bürgerrechte und die Zivilgesellschaft in ihrem jeweiligen Land eingesetzt haben. Wir tun dies, weil die Körperstiftung ein Ort der Begegnung und der Inspiration für Menschen sein will, die nicht alles so lassen wollen, wie es ist. Die meisten von Ihnen kennen diesen Slogan hier aus dem Körperforum. Wir tun dies aber auch, um einmal über den nationalen Tellerrand hinauszuschauen, weil unsere deutsche Debatte häufig sehr staatstragend ist und weil es gut ist, einmal zu schauen, welche Ideen und Lösungen es für die Bürgergesellschaft aus anderen Teilen der Welt gibt, von denen wir hier lernen und partizipieren können. Heute würdigen wir mit dieser Lecture Lina Jamul von Citizens UK, dem Dachverband für Community Organizing in Großbritannien. Nicht alle von Ihnen werden wissen, was das ist, deswegen, was verbirgt sich dahinter? Der Kern von Community Organizing ist die Idee, in schwierigen, meist auch sozial problematischen Städten oder Stadtteilen unabhängige Bürgerplattformen aufzubauen, Verantwortung zu übernehmen und das Lebensumfeld positiv zu verändern. In Deutschland ist diese Idee noch verhältnismäßig jung. Vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten hat sie eine lange Geschichte. Und da muss ich den Bogen noch einmal schließen. Barack Obama ist in Chicago, wie er selber sagt, durch die Arbeit mit und in einer solchen Bürgerplattform politisiert worden. Er war selber Organizer. Community Organizing hat Deutschland vor etwa 15 Jahren erreicht. Entsprechende Bürgerplattformen gibt es bislang in Hamburg und Berlin. Weitere befinden sich im Aufbau. Und wenn wir in Deutschland viel im Moment über Fragen von Bürgerbeteiligung und direkter Demokratie diskutieren, dann geht Community Organizing hier noch einen Schritt weiter, weil es nicht nur darum geht, Bürgern weitergehende Wahl- oder Mitbestimmungsrechte einzuräumen, sondern weil es vor allen Dingen darum geht, selber Verantwortung für die Stadt oder den Stadtteil zu übernehmen und den Wandel aktiv zu gestalten. Wir hören ja gleich mehr darüber, wie das in der Praxis funktioniert. Wir halten Community Organizing für einen sehr spannenden Ansatz, um das Verhältnis zwischen Bürgern und Staat auf eine neue Basis zu stellen. Beteiligung wird hier nicht top-down von politischen Gremien oder von der Verwaltung gewährt, wie das in vielen Fällen bei uns praktiziert wird, sondern es wird durch das praktische Handeln vor Ort bottom-up platziert und notfalls auch erstritten. Weil wir diesen Ansatz für so interessant halten, fördern wir ihn seit einigen Jahren gemeinsam mit anderen Stiftungen. Der Generali Zukunftsfonds ist zu nennen, BMW-Stiftung und auch die Zeit-Stiftung, fördern wir den Aufbau dieser Bewegung hier auch in Deutschland. Großbritannien liegt geografisch und vor allen Dingen mental deutlich näher an den Vereinigten Staaten als in Deutschland. Deswegen gibt es Community Organizing dort schon länger, deswegen hat es auch eine größere Verbreitung. Und während wir hier häufig über die Legitimation solcher Plattformen diskutieren, gerade im Verhältnis zu den Parlamenten, sind sie dort längst etabliert und anerkannt. Lina Jamul ist derzeit die Organizerin und Organizerin meint so viel wie Koordinatorin, das ist eben der Fachbegriff in den Vereinigten Staaten und Großbritannien, inzwischen auch bei uns. Also sie ist die Organizerin der größten britischen Bürgerplattform in East London und sie ist auch eine Schlüsselperson für den Aufbau von Citizens UK gewesen. Das wiederum ist der Dachverband dieser Bürgerplattform in ganz Großbritannien. Lina Jamul hat, bevor sie diese Tätigkeit übernommen hat,
vorher lange Zeit Praxiserfahrungen als Organizerin in den USA gesammelt, ich glaube in Chicago auch, und sich ebenfalls mit der Theorie dieses Konzepts beschäftigt. Sie hat an der Queen Mary University of London auch zu diesem Thema geforscht und eine der ersten umfassenderen wissenschaftlichen Abhandlungen zu diesem Thema vorgelegt. Lina Jamul wurde 1977 in Syrien geboren und ist im Alter von 7 Jahren mit ihren politisch tätigen Eltern in das Exil nach Großbritannien gegangen. Sie kennt also nicht nur die westliche Form der Demokratie, sondern sie weiß auch um die Schwierigkeiten der Menschen im Nahen Osten und in den arabischen Ländern, sich Bürgerrechte und eine demokratische Gesellschaft zu erkämpfen. Liebe Frau Jamul, wir freuen uns sehr darüber, dass Sie heute hier sind. Es gab einige Komplikationen bei der Reise von London nach Hamburg. Wir freuen uns sehr darüber, dass Sie hier sind, um mit uns heute über Bürgerrechte und die Zivilgesellschaft zu diskutieren. Vielen Dank. Begrüßen darf ich eine ganze Reihe von Vertreterinnen und Vertreter der Hamburger Plattform Impuls Mitte, die heute hier sind und vielleicht nachher noch ein wenig auch über die Praxis in Hamburg sprechen können. Einführen in das Thema des heutigen Abends wird Professor Penter aus Berlin. Er ist gewissermaßen das deutsche Pendant zu Frau Jamul. Herr Penter ist ebenfalls lange Zeit in den Vereinigten Staaten als Organizer tätig gewesen und ist jetzt dabei, in Deutschland diese Bewegung aufzubauen. Und last but not least darf ich die Moderatorin des heutigen Abends vorstellen, Christina Leska von der Süddeutschen Zeitung, die dort vorrangig für Wirtschaftsthemen zuständig ist, die aber immer wieder auch über Aspekte der Bürgergesellschaft schreibt und die als frühere Mitarbeiterin der Bertelsmann Stiftung auch das deutsche Stiftungswesen sehr gut kennt. Meine Damen und Herren, Kurt Körber hat sich immer dagegen gewehrt, als Mäzen bezeichnet zu werden. Mäzene waren für ihn Menschen, die zwar Gutes tun, aber dabei nicht wirklich einem Plan folgen. Kurt Körber wollte Anstifter sein, ein Mensch, der nicht nur in seinem Unternehmen, sondern auch in der Gesellschaft Neues wagt und andere zum Mitmachen inspiriert. Wie das zu einer Bürgerbewegung führen kann, das werden uns jetzt Herr Professor Penter und Lina Jamul erläutern. Herzlichen Dank. Schönen guten Abend, mein Name ist Leo Penter, ich leite das Deutsche Institut für Community Organizing und habe in den letzten 12 Jahren mich bemüht, um Bürgerplattformen in Deutschland aufzubauen und den Ansatz hier heimisch zu machen. Herr Dittmar hat begonnen mit dem Anfang, wenn man so will, des Lebens von Martin Luther King. Ich beginne vom Ende her. Das letzte Buch, das er geschrieben hat, kurz bevor er ermordet wurde, heißt »Wohin führt unser Weg? Chaos oder Gemeinschaft?« So heißt der Titel und auch, denke ich, sehen Sie daraus das Thema. Darin unterzieht er die Bürgerrechtsbewegung einer kritischen Prüfung, um den Weg nach vorne zu zeichnen. Er hebt hervor, dass sich die Bewegung zu sehr bisher auf Programm und auf Gesetzesänderung verlassen habe. Dabei hat sie vergessen, dass Programme leer bleiben, wenn nicht die Macht dazu da ist, sie den bestehenden Strukturen abzustreiten. Er stellt fest, ich zitiere, wir müssen das Pferd, die Macht, vor den Karren, die Programme, spannen. Ende des Zitats. Ferner schreibt er, wir müssen offen zugeben, dass wir in den vergangenen Jahren unsere Kreativität und unsere Vorstellungskraft nicht einsetzten, um zu lernen, wie man Macht entwickelt. In den letzten Jahren ist es in Deutschland deutlich geworden, dass die Menschen nicht mehr mit einer fast reinen Stellvertreterdemokratie zufrieden sind. Sie vertrauen immer weniger einer Politik, die ihnen nicht zutraut, als Gestalter auf viel nähere Weise als durch gelegentliche Wahlen mitzuwirken. Partei- und Regierungsprogramme, Gesetze, Großprojekte und Entwicklungspläne, auch Engagement- und Integrationsstrategien bleiben Worthülsen oder schlimmer werden Millionengräber, wenn sie von einer gut organisierten und politisch agilen Zivilgesellschaft nicht mitverantwortet und manchmal auch mitkontrolliert werden. Um aber als Mitgestalterin
seriös und konstruktiv aufzutreten, braucht die Zivilgesellschaft nicht nur ihre eigenen Programme, sondern vielmehr demokratische Instrumente, um durch gemeinsames Handeln auf Augenhöhe zu kommen. Sie braucht also im Sinne von Hannah Arendt legitime, gewaltlose Macht, ein handlungsfähiges Wir im öffentlichen Bereich. Und dies könnte auch als Definition von Community Organizing dann auch dienen, eins dieser Instrumente, das in der Praxis Bürgerplattformen als Bündelungen von vielen zivilgesellschaftlichen Kräften vor Ort sich über die Themen dann einmischt in das öffentliche Geschehen hinein. Dieses Community Organizing, dieser Ansatz baut auf vielen Schultern auf, nicht zuletzt auch auf die Erfahrungen der US-Bürgerrechtsbewegung und Dr. King. Bis vor einigen Jahren, wie Sie schon gehört haben, war Community Organizing nicht nur ein Fremdwort, aber auch vielleicht eine fremde Sache in Deutschland. Inzwischen kann man sagen, es hat sich hier heimisch gemacht und baut sich weiter auf. Inzwischen kann ich fast feststellen, dass das Label Community Organizing sogar benutzt wird, wo ich schwer feststellen kann, dass der Inhalt des Community Organizing tatsächlich vertreten ist. Aber die Tatsache, dass dieser Aufbau passieren könnte, gebührt oder müsste man erst einmal den Menschen danken, den vielen Menschen und Gruppen, die sich in Bürgerplattformen engagieren. Insbesondere sind sie heute Abend vertreten durch Leaders aus der Bürgerplattform Impuls Mitte in Hamburg, wurde schon erwähnt, aber ich glaube, sie sollen vielleicht aufstehen, damit man sie sieht, dass in der Tat diese Bürgerplattform sichtbar wird. Zudem möchte ich ausdrücklich der Körperstiftung danken, Herrn Dr. Dittmer, Frau Heist, Herrn Tamm, für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung über lange Zeit, sowie den anderen Mitgliedern des Fördernetzwerkes für Community Organizing in Deutschland, wurde auch schon erwähnt. Ich glaube, Herr Surke von der Zeitstiftung ist hier, Herr Sittler vom Generali Zukunftsfonds ist auch da hinten, die BMW-Stiftung, weiß nicht, ob jemand, nee, glaube ich, heute nicht vertreten, aber sie gehören zu dem Fördernetzwerk für Community Organizing in Deutschland und leisten einen großen Beitrag dazu, dass dieser Ansatz tatsächlich umgesetzt wird in Deutschland. Community Organizing in Deutschland hat auch vieles unseren Mitstreiterinnen und Mitstreitern in Großbritannien bei Citizens UK zu verdanken. Citizens UK hat meinen Weg und den Weg des Deutschen Instituts für Community Organizing stets mit Unterstützung, gutem Rat und lebendigem Austausch begleitet. Lina Jamul steht für diese enge Verbindung zu unseren Verbündeten in Großbritannien. Sie verkörpert die neue Generation von Organizerinnen und Organisern, die eine große Tradition fortsetzen, indem sie diese Tradition sowohl kreativ als auch treu fortentwickeln. Ich habe mich deswegen sehr darüber gefreut, dass die Körperstiftung Sie als Martin Luther King Lecturer dieses Jahr eingeladen hat. Ich freue mich, Sie auch im Namen der Bürgerplattformen und des Deutschen Instituts für Community Organizing begrüßen zu dürfen. Lena, I'm so happy to welcome you here tonight and I have the privilege to ask you now to the podium for your talk. Vielen Dank. It's an honor to speak to you today on Martin Luther King Day. And thank you to the Cobra Foundation for this great invitation. I want to pay tribute to my colleague Leo Penta and his team who have worked tirelessly in Germany for the last 15 years to translate, modify, and apply community organizing in a uniquely German setting. Both Leo and I, and others like us, community organizers, are honored to do this work. And we're proud to stand on the shoulders of giants like Martin Luther King.
I'm reminded of a poem read at Oscar Romero's funeral, another visionary leader that was assassinated because of his work on social justice. The poem's called A Future Not Our Own. Nothing we do is complete. We lay foundations that will need further development. We provide yeast that produces effects far beyond our capabilities. We may never see the end results. In other words, the work of making the world a better place than how we found it is generational work. It has to be passed on from one generation to another. And each has its key formative moments, key struggles that define it, key openings and opportunities to make the most of, and none see the end of their struggle. It's passed on. My appetite for making a difference in the world was passed on to me by my parents. Their struggle started in the late 1970s against the Ba'athist regime in Syria. That same regime is fighting for its life today. Our family has lived in political exile for over three decades. I've been a community organizer for 7 years in Baltimore, Chicago, and London. Before becoming an organizer, Martin Luther King for me was a historical figure. He was important but distant. Now he's a teacher. In his writings and his life, I see lessons. I see patterns reflected in the community organizing work that we do today. So I want to tell you one of those stories that I think exemplify for me two really important lessons about community organizing. It's a lesser known story. It's not about the bus boycott in Montgomery in 1955, King's first and great local victory to end segregation in the South. And it's not about Birmingham and King's March on Washington in 1963 that saw pressure put on federal government to act seriously in a top-down way to end segregation in the South. This story is about one of the civil rights movement's first failures. The town was Albany. That's Albany, Georgia, not Albany, New York, for those of you who know the U.S. The year was 1961. Albany was the biggest city in southwest Georgia, a rural region that was one of the most repressive, which is why it was targeted by civil rights movement. So there we were in Albany, Georgia, with a population of 80,000 people and the black community making up a third of the town's population. Martin Luther King and the civil rights movement by then had defeated racists in Montgomery and desegregated transportation facilities across the South. And now they'd set their sights on Albany. Mayor Kelly was the mayor of Albany and a moderate, supported by many in the black community. The police commissioner was a man called Pritchett, the first police commissioner to outsmart the civil rights movement. John F. Kennedy had been in the White House 1 year at that time. The movement was about to see its first real mass direct action in Albany. It started with 9 young activists wanting to test the implementation of the anti-segregation order at bus terminals. So we're going to take a journey here. Close your eyes. You're 1961, Albany, Georgia. 9 young activists wanted to test if black and white people could be served in the bus terminal together. The police prevented them from getting to the bus terminal. They couldn't even get there. Mass meetings of 400 people followed. Black high school students were arrested for trying to eat lunch at a white-only counter. One black civil rights activist sat in on their trial
in the whites only section. Courtroom is two sections. Demonstrations followed with almost 300 young black students arrested. Albany was front page national news. Demonstrations swelled to 2,000 people. Martin Luther King was arrested on one of those demonstrations. Negotiations between the civil rights movement and white officials looked like they were taking a turn for the better. A verbal agreement was made with the mayor that the hundreds of people who were arrested would be released without charges, and that a biracial committee made up of civil rights leaders and political officials would be set up to negotiate desegregation in the town. The agreement was verbal. Nothing was written down. The movement calls off all demonstrations in good faith. Martin Luther King and hundreds of other civil rights activists are released from jail. The verbal agreement doesn't stick. Up to Albany, the civil rights movement had developed an approach that in simplified form looks like this. Step one, you create a situation, refusing to give up your seat on a bus, trying to eat lunch at a counter that will only serve white people. You ride an integrated bus with black and white people together. Step number two, you let the police and racists react violently to the situation. Step three, the situation gets national media and national political attention. Step number four, the local government of the town is forced to change its segregation laws because of local pressure. Or the federal government is forced to intervene and make the local government change its segregation laws. This approach had worked in Montgomery, but in Albany, the mayor was not extreme, he was moderate. The police chief wasn't reactively violent, he was craftily nonviolent. The scenes in the streets weren't dramatic and moving, they were quiet and not motivating. The White House wasn't outraged and ready to intervene, it was cautious and ended up siding with the town leaders. So what did King do? He stopped and thought. Specifically, he called a two-day retreat to evaluate what had not worked and how to respond. 12 to 15 people of the Southern Christian Leadership Conference gathered in Georgia to analyze what went wrong in Albany. King exemplifies the model of a leader who's both engaged and reflective. King understood that if the civil rights movement was going to continue to make changes, it had to take its defeats seriously. Two main lessons emerged. And they were crucial lessons for the civil rights movement, and I think they're crucial lessons for us today. Lesson number one, be specific. The Albany movement was centered on segregation in general and no form of segregation in particular. And this is King speaking now. I think it would have been greater and would have been wiser from a strategic and tactical point of view to say, now we are going to attack segregated lunch counters, or we're going to attack segregated buses. In other words, center it on something. Lesson number two, have an evolving and realistic power analysis. In Albany, the civil rights forces had not appreciated how little leverage they could exercise on the city's politicians. A weakness that they traced back to the minimal voting power of the black community. Albany would have had greater success if from the start,
The movement had targeted Albany's business leaders rather than the city's elected officials. All of our marches, King said, were marches to City Hall, trying to make them negotiate. Where if we had centered our protests at the stores, at the businesses in the city, we could have made the merchants negotiate. If you can pull them around, you pull the political power structure. Because really, the political power structure listens to the economic power structure. If the black community had possessed substantial voting strength, you can center your conflict on the political power structure. You can march to the city hall. When you don't have this, you ought to center it on the economic power structure. You got to center it in the area where you have power. These are Martin Luther King's words. You center it in the area where you have power. And that second lesson is a much more complicated and difficult lesson. This afternoon, I spend the afternoon with the organizers at Impulse Mitte. And people don't act, not because we lack conviction or because we are apathetic, but because often we don't know where to start. Part of knowing where to start is understanding how much power you have and where that strength lies, and focusing on a specific issue, and then figuring out the appropriate target. Having the right target is asking whether this particular person or authority itself has the power to be able to deliver, and whether, based on your particular strength, if you have the leverage to compel this person, this entity, to make the specific changes you want. In Albany, they picked the wrong target. The civil rights movement did not have the leverage to make the city government act. And the power they did have, economic buying power, they didn't use. The lessons that Albany teaches us all are universal, but they're not literal. Power, theirs and ours, is never fixed. We can do things to increase our power. For example, the voter registration drives in the black community in the South greatly increased the power of the civil rights movement. And power structures often change. Having a directly elected mayor in London, which is a relatively recent development, has enabled our organization to make significant headway into turning London into a living wage city. The lesson in Albany is that strategic action requires an analysis of power. Instead of just repeating what had worked in the past, which so many of us do, which after a while ceases to be meaningful action and becomes stale reenactment, King demonstrated what it means to be a leader who is both engaged and reflective. One of the beauties of the civil rights movement is that it was based on the participation of people in their hundreds and their thousands. People received training, they took action, they won victories, they led, they learnt. A nation became schooled in politics. Our own community organizing, now international movement, came out of that work. In particular, four people: Ed Chambers, Arnie Graff, Mike Geakin, and Gerald Taylor were amongst the hundreds and thousands of people active in the civil rights movement and would later use what they learned to build the Industrial Areas Foundation. They, in turn, trained and schooled others. Hundreds of professional organizers, including myself, and tens of thousands of volunteer leaders. Amongst them, Leo Penta, who has translated community organizing very successfully into a German context. Neil Jameson, who has pioneered community organizing in Britain, founding and growing the movement for 20 years under the now tremendous Citizens UK.
and more recently, Amanda Tattersall, who founded the Sydney Alliance, Australia's first broad-based community organization. Community organizing has become German in Germany in the way that organizing has become British in the UK and Australian in Sydney, using universals applied to the local context and training and developing local leaders and professional organizers. So, the leaders and organizers of the Industrial Areas Foundation build organizations whose primary purpose is power. That currency that Martin Luther King taught us about, power, the ability to act, and whose chief product is social change. The IAF is non-ideological and strictly non-partisan, but proudly, publicly, and persistently political. The IAF builds a political base within society's rich and complex third sector. That's the complicated sector. The sector of voluntary institutions that includes religious congregations, labor unions, homeowner groups, recovery groups, parents' associations, settlement houses, immigrant societies, schools, seminaries, and others. So in this way, community organizing crosses multiple boundaries, bringing an incredibly diverse set of people together. And then the leaders use that base to compete at times, to confront at times, and at times to cooperate with leaders in the public and the private sectors. The living reality of the IAF is overwhelmingly present in the 59 affiliates functioning in 21 states in the US, Canada, the United Kingdom, Germany, and Australia. Leaders and organizers first create independent organizations made up of people from all races and all classes, and they focus on productive improvements in the public arena. Our new non-partisan political realities seek to create new and creative social realities. And I want to tell you about one of those new social realities. It's the living wage movement in the United States and now the UK. The first living wage bill was conceived, designed, and implemented in Baltimore in 1994. And the organizer that spearheaded that effort was Jonathan Lang. 12 years ago in the UK, London citizens calculated that the organization was strong enough to implement its own living wage campaign. The living wage in London tells a modern story of the use of power. In 2001, the strongest base of London citizens was East London, which also happened to be in some of the poorest neighborhoods in all of Europe. And yet, East London had seen the major development of what we called Wall Street on Water, Canary Wharf, housing the headquarters of some of the largest corporations in the world. The largest employer in East London was and continues to be the public sector, specifically the hospitals. The employers that were targeted for paying poverty wages were drawn from the private sector and the public sector. London Citizens centered its campaign on two banks that were headquartered in Canary Wharf, HSBC and Barclays, and all four hospitals in East London. A variety of tactics were employed, from buying shares in HSBC and interrupting their AGM with a testimony from a man called Abdul Durant, who was a low-wage cleaner, who cleaned the chairman's executive office, to clogging up bank traffic on high streets by paying deposits in pennies, organizing the workers, many of them who had been outsourced and not into unions, unionizing them, taking strike action in the hospital
with, and this is very unique in the UK, with the endorsement and support of the community. Now, negotiations were central to making the living wage happen, but forcing the chairman of these major corporations to negotiate was the first, but certainly not the last step of the living wage campaign. It took 2 years, but eventually both Barclays and HSBC, as well as the four East London hospitals, started paying all their workers a living wage. 12 years later, East London has just seen the Olympic Games on our doorstep. And for the first time in Olympic history, tens of thousands of workers that were needed to service the Games were paid the London living wage, which is far above the inadequate national minimum wage. These were cleaners and catering staff, retail staff, the lowest paid workers in any operation, workers that have never made the headlines in Olympic history. Since 2001, the Living Wage campaign has impacted over 45,000 employees and put over £210 million into the pockets of some of the lowest paid workers in the UK. There's no such thing as starting small. You start somewhere specific. And when you win, you ask what's next. There are some moments in history that become turning points for us all. The civil rights movement is one such moment. The Arab Spring is another moment. These moments don't happen all that often. Those of us who want to make changes can't afford to wait for these moments. Rather, we work. We build organizations in cities and neighborhoods, like the IF has done in 59 neighborhoods, like DECO has done in 4 neighborhoods in Germany. We center our struggles on specific issues, like King learnt and later taught. And armies of people with deep roots in the civil society sector become schooled in nonpartisan politics. And our work, like the Oscar Romero poem reminds us, is never complete. We lay foundations that will need further development. We provide yeast that produces effects far beyond our capabilities. We may never see the end results. So, ja, so laut ist der Ton. Guten Abend, meine Damen und Herren. Christina Lesker ist mein Name, Süddeutsche Zeitung, und ich darf heute Abend moderieren hier in der Körperstiftung und möchte Sie recht herzlich begrüßen, dass Sie es bei dieser Eiseskälte hierher geschafft haben. Unser Ehrengast Lina Jamul hatte durch die Kälte ein paar Hindernisse zu überwinden. Frau Jamul sollte eigentlich gestern losfliegen aus London hierher und dann wurde der Flug abgesagt. Und ich finde sehr typisch für sie, sie hat sich dann einfach in den Zug gesetzt, ist unter dem Ärmelkanal durchgefahren, war irgendwann in Köln. In Köln war dann der Zug weg nach Hamburg. Da hat sie dann im Hotel übernachtet und jetzt ist sie hier. Und ja, und was mir daran so gut gefallen hat, ich finde, das erzählt viel über Lina Jamul und ihren Anspruch. Nämlich, wenn man dicke Bretter bohren möchte, dann muss man beharrlich sein. Man muss flexibel sein und nicht so leicht aufgeben. Und wenn man einer Gruppe von Hamburgern was über Community Organizing erzählen möchte, ja, dann sitzt man auch mal, ich weiß nicht, wie viele Stunden im Zug und ist jetzt da. Genau. Lina, danke dafür. Ich möchte Ihnen unseren zweiten Ehrengast vorstellen. Der ist sozusagen das lebende Pendant, ein Mann, der uns zeigt, wie Community Organizing in Hamburg geht. Sein Name ist Rafiu Salami.
wie die Mettwurst, hat er mir gesagt. Ich glaube, in Ghana, wo er herkommt, hätte man da eine andere Idee zu, aber ja. Wir haben es gut, Herr Salami wohnt bei uns in Deutschland seit 1997. Er hat hier Maschinenbau studiert, er arbeitet hier. Seine Anreise war von der Süderelbe, das war etwas kürzer als die von Frau Jamul. Und er engagiert sich im Verein, muslimischer Familienverein Masjid Rama in Borgfelde. Und dieser Verein ist im November der ersten Bürgerplattform in Hamburg beigetreten, Impuls Mitte. Und gemeinsam mit Impuls Mitte will Herr Salami für seinen Stadtteil kämpfen. Und deswegen sitzt er heute hier, um uns zu erzählen, wie das gehen soll. Lina Jamul, seit 7 Jahren sind Sie engagiert im Community Organizing in Baltimore, in Chicago, inzwischen lange in London. Sie haben den Dachverband dort mitgegründet. Viele Community Organizers mit ausgebildet. Vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen über Ihr Verständnis, was Community Organizing ist. Herr Dittmar sagte in seinen einführenden Worten, es gehe darum, selber Verantwortung für die Stadt zu übernehmen. Aber es geht, ich denke, auch darum, eine ganz neue Form zu prägen zwischen Bürger und Staat. Und trotzdem frage ich mich als Deutsche so, wo ist der Unterschied zu dem, was wir schon haben? Wir haben ganz starke Gewerkschaften, viele Jahrzehnte. Wir haben starke Kirchenverbände, genauso wie wir eine aktive NGO-Szene haben, so aktiv, dass mancher Politiker davon ganz wirr wird. Wo ist der Unterschied? Was macht Community Organizing anders? Wo ist das Innovative? Community organizing for me really essentially is about people. And we're defining the relationships, not just between the state and civil society, but even with institutions of civil society and the people who come to those institutions themselves. We're defining relationships within the civil society sector. So for example, in London, where we held huge job recruitment drives in mosques and in churches and in school halls, which is incredibly unusual for us. That's not normally where you go to find a job. You know, you go to church to feed your soul, not find a job. I don't know about here, but the economy in London, people come to church and they'd like to find work too. So, which is unusual. So we're redefining almost the kind of breaking apart the boundaries of some of these civil society institutions, the ones who have the appetite for it. And then the other uniqueness is the breadth and the diversity. So bringing together churches and labor unions and NGOs and schools is, I'm not sure about Germany, but at least in the UK, it's incredibly unique. And bringing people together consistently, not just on one issue. You know, I'll work with you if, you know, if I'm on immigration today. If immigration is my issue today, we can work together. But if housing is my issue tomorrow, then we no longer have use for each other. You see, so these aren't transactional relationships. They're relationships that become permanent in this vehicle of the community organization, and we're able to then take on multiple issues. So, you know, not kind of just single issue campaigns, but multiple issues over a period of time. Herr Salami, wenn ich die Worte aufgreifen darf von Frau Jamul, Sie sind jetzt dabei, eine permanente Beziehung einzugehen mit ganz anderen Vereinen in den Stadtteilen Hamm und Horn. Vielleicht erzählen Sie doch mal ein wenig, was macht denn Ihr Verein und warum sind Sie jetzt Impuls Mitte beigetreten? Was wollen Sie da erreichen? Guten Abend nochmal. Also, muslimischer Familienverein, wie Sie gesagt haben, dass wir im Borgfelde, da setzen wir
am ersten Mal, wo wir Frau Schopenhauer, das ist eine von der Führer hier in Hamburg, vom Bürgerplattform bei uns war, hat sie dann uns erzählt über Bürgerplattform. Für viele von uns war noch nicht mal die Deutsch ganz deutlich und noch Bürgerplattform noch dazu war gerade eben noch so. Okay, wir haben den Versuch mit Frau Schopenhauer darüber zu sprechen. War das eigentlich immer noch nicht so ganz deutlich von vielen von uns, da wir sowieso diesen Integrationshintergrund haben und diese Sprachebarriere zwischen uns haben. Das ist ja für die meisten Leute nicht verständlich. Was ist Bürgerplattform? Was wollen die denn damit erreichen? Aber genau zu verstehen war ich erstmal, wo ich im London war, bei der Citizen vom London, wo ich gemerkt habe, wo ich viele Leute schon vor der Tür getroffen habe, da sind viele Leute aus Ghana, aus Afrika, verschiedene Ecken, auch irgendwie aus London. Und da hier, wo die ganze Veranstaltung losgeht, da sind die gleichen Leute, die ich vor der Tür getroffen habe, stehen da hier vor der Bühne und dann stellen Fragen zu Leuten wie Boris, der Bürgermeister von London. Da habe ich da, das sind Kollegen, die ich noch nie gedacht habe, dass solche Leute Fragen stellen zu dem Bürgermeister von London. Also es ist für mich schwierig, Olaf Scholz zu sehen. Und einer steht da und dann stellen solche Fragen. Es muss irgendeinen tatsächlichen Sinn dabei geben. Und diesen Sinn habe ich dann gemerkt, habe ich gesagt, Mensch, das muss eine gute Sache sein. In der Bürgerplattform habe ich das so verstanden, wenn wir uns zusammentun, dann haben wir eine Masse. Und diese Masse kann man das bewegen und diese Bewegung ist kaum zu widerstehen. Sind Sie so lieb und sagen noch mal ein paar Takte zu Ihrem Verein, was Sie inhaltlich machen, wofür Sie stehen? Muslimische Familienverein haben wir eigentlich die meisten von uns, die auch irgendwie hier in Deutschland sich zu Hause findet. Wie man sowieso wissen, wir haben viele Kinder. Und Sie haben viele Kinder. Sie haben 7 Kinder, habe ich im Vorgespräch erfahren. Also ich habe 7 Kinder, aber viele von unserer Verein haben einige 5, 6. Es ist bei uns in Afrika nicht üblich, 7 Kinder zu haben, übrigens. Und einer deutschen Frau hat ja 7 Kinder. obwohl meine Frau auch irgendwie Deutscher ist, aber sie hat das verkraftet, doch irgendwie 7 Kinder zu haben. das ist ja so, dass das irgendwie, man sieht, viele von uns, die hier in Deutschland leben, also die hier irgendwie die Immigrationshintergrund haben. Das fehlt eine bestimmte Perspektive. Man merkt, die schon hier waren, sind Tellerwäscher, Lagerarbeiter und viele andere Sachen. Und dass wir wieder hinsetzen und zu gucken, dass unsere Kinder oder unsere Enkelkinder auch Tellerwäscher und Lagerarbeiter werden, das haben wir gesagt, nee, das lassen wir nicht zu. Um das zu ändern, muss man eine Bildung haben. Deswegen haben wir unsere Kinder zusammen gesammelt und da haben wir versucht, jegliche Wege zu kriegen, damit wir unsere Kinder in Bildung fortsetzen kriegen. Wir haben ein bisschen verstanden, was Sie motiviert. Frau Jamul, Sie haben es ja schon gesagt, Sie kommen aus Syrien, Ihre Eltern sind geflüchtet, als Sie 7 waren, erst nach Zypern und später nach London. Liegen da so die Wurzeln drin für Ihr Engagement heute? Weil Leo Penta hat es gesagt, Sie haben promoviert, Ihnen hätten viele Türen offen gestanden, viele Karrieren und Sie haben sich, ich sage es mal despektierlich, für das Klein-Klein in der Kommune entschieden, für das tägliche Neu-Motivieren der Menschen. Das ist was sehr Mühsames. Was treibt Sie?
Well, I don't know that it's a smaller path. You look at Barack Obama. I think that's community organizing is the bigger path. For me, it was the bigger path. What motivates me? I mean, it's partly my parents and seeing them go through a lot of personal sacrifice because of their political convictions and because of the political situation in our country. And also really for my family who stayed in Syria. My mom has 8 brothers and sisters. My dad has 9 brothers and sisters. We have a big... Muss viele Kinder haben oder Geschwister, um I didn't get that joke, but okay. So, you know, we have a big family and many of them, you know, are stuck. They're stuck in Syria. They're stuck in a place where they aren't able to express this work, even though this need is universal. It's not just German or British or American. And they live hard economic lives. You know, my aunt worked all her life in the post office to be able to save up and buy a washing machine. It's so that's the my family's a big motivation. Yeah, and then the work, getting to work with people who remind me of my family, is a great privilege. And then seeing results, seeing you know first small things and then bigger and bigger things happen is incredibly motivating and rewarding. Sie sind ja nicht die einzige Bewunderin von Martin Luther King. Auch Barack Obama ist Bewunderer von Herrn King. Herr Obama ist gerade das zweite Mal vereidigt worden. Es ist wenige Stunden her. Und er hat geschworen auf eine der Reisebibeln von Martin Luther King. Und Obama ist selber auf seinen Spuren gewandelt in seiner Arbeit in Chicago. Bevor er seine politische Karriere stark verfolgte, hat er 3 Jahre in Chicago als Community Organizer gearbeitet. Das ist sehr ansprechend nachzulesen in der Biografie von Obama, wo er so wunderbare Schlüsselmomente wie den auch Frau Jamul beschreibt, dieses spezifisch Sein in dem, was man dann tatsächlich als das treibende Problem im Stadtviertel identifiziert und auch spezifisch Sein in dem, dass man die Machtstrukturen erst analysiert und wie man sie dann adressiert. Das kann man wunderbar in dieser Biografie nachlesen. Sie selbst haben auch in Chicago gearbeitet. Was haben Sie denn gelernt von Barack Obama und was glauben Sie, hat Herr Obama gelernt für seine politische Karriere aus seiner Zeit als Organizer? Barack Obama is a tremendous inspiration. I was in Grand Park when he won the first presidential victory for his speech, and I've never seen a city come alive in celebration ever quite. Like that before, so it's incredible to bear witness to the first African American president in the U.S. So he's what I learned from Obama. You know, he's follow your dreams, and meaningful things happen with a ton of conviction and a ton of hard work. What Barack Obama learned from organizing, I don't know, I can't speak for him. But I think you see his tremendous ability to be able to relate to people. He's very, what we call in organizing speak, relational. And a lot of our work is in and around people. And so I think he's used that, he has a gift for that. And I think he's learned that from community organizing. And then just his ability to build relationships again across his. So if you see his support base, especially the first time
around for it to win the Democratic primary and then later on to go on and win the presidency for the first time. His base is incredibly diverse, broad base of support, which I think reflects a lot of the organizations that we work with, the breadth and the diversity, as well as the deepness. And I think he picked those lessons up from community organizing. Herr Salami, jetzt war schon mehrfach die Rede davon, dass Community Organizing auch davon charakterisiert ist, dass dort Gruppen aus verschiedenen Religionen zusammenarbeiten, aus verschiedenen Kulturen. Sie selbst sind Moslem. Ist das einer der Schlüssel dafür, dass die Arbeit so kraftvoll wird, dass da diese Gruppen zusammenkommen und einen Konsens finden? Ich glaube schon. Wenn man das irgendwie im Vergleich mit diese Citizens of London zum Beispiel irgendwie bringen würde, das ist ja, wo ich da war verschiedene Religionen vertreten. Das sind Muslimen, das sind Juden, das sind Christen, das sind einige Religionen, die ich überhaupt gar nicht mal kenne. Aber die passen sich zusammen und die arbeiten Hand zu Hand. Und das sind die Sachen, die ich irgendwie sehr, echt mich richtig berührt haben. Es ging gar nicht um Religion in diesem Fall. Es ging gar nicht um Haut, ob wenn derjenige schwarz ist oder rot ist oder weiß ist. Es ging um die Blut, der in die Sehne läuft. Und das passt. Das hat jeder und das passt bei jedem. Und das war für mich irgendwie ein Schlüsselwort, wo ich gesagt habe, wow, ich hätte schon an dieser Stelle auch sagen, I have a dream. Jetzt kommt die Moderatorin und bricht diesen Dream mal runter von Chicago nach Borgfelde. Wie geht das im Alltag? Ich habe von Ihnen gelernt, Sie selbst haben an einer dreitägigen Weiterbildung teilgenommen, ein Basisseminar, Community Organizing. Vielleicht für die im Publikum, die das auch mal machen möchten, was macht man denn da? Was macht man da und was lernt man da? Oh, das ist interessant. Also wir waren 3 Tage in einem Seminar in Berlin gewesen und da sind unterschiedliche Leute vom Bundesland auch irgendwie dabei. So hat man sich irgendwie kennengelernt, auch irgendwie verschiedene Charaktere, verschiedene Eigenschaften von den Menschen. Aber wir passen ja zusammen und wir arbeiten auch irgendwie Hand zu Hand. Man hat irgendwie gelernt, wie man ein Rollenspiel, also durch alleine die Rollenspiel, wir haben über, ich habe auch letztens schon mal erzählt, über die Melos und Athen, irgendwie dieses Spiel war für mich irgendwie ein wunderbares Spiel. Egal was ich mag in meinem Leben, versuche ich dieses Spiel als Vordergrund zu haben, damit ich irgendwie als Vergleich habe, weil das war für mich eine Art, wenn ich Macht habe, dann kann ich was bewegen. Wenn ich keine Macht habe, wie soll ich mich denn verhalten? Wie kriege ich irgendwie diejenige mit Macht und diejenige ohne Macht in gemeinsamen Nenner zusammen? Wie kann man diese Reaktion zusammenfügen, und um einen gemeinsamen Nenner zu machen? Und da haben wir dort gelernt, das wusste ich gar nicht mal, dass man irgendwie Leute mit höherer Position und die Leute mit niedriger Position auf einen Tisch kriegen. Und die verstehen sich sogar. Und das war sehr, sehr, sehr interessant für mich. Außerdem hat man auch irgendwie gelernt, wie man, wenn man zum Beispiel zu Behörden geht oder wie man die Probleme zwischen, sage ich mal, Leute, die Arbeitslosen sind, wenn eine bestimmte Gruppe in Arbeitslosen sind, und die Behörden, die behandeln vielleicht diese Gruppe in ganz anderer Weg, in ihrem eigenen Weg. Die sind auch nur durch den Gesetz auch verbunden. Und durch dieses Seminar hat man auch irgendwie gelernt, wie geht man mit solchen Leuten um? Also zuerst hat man irgendwie die Arbeitslosen da und zu zweit hat man die Behörden da. Wie kann man mit den Behörden zusammen face to face, also irgendwie 4 Augen zusammensetzen und eine bestimmte Verhandlung zusammenkriegen und zu sagen, mit diesem Result, also mit diesem
Ergebnis sind wir damit zufrieden, die Behörden sind damit zufrieden, die Arbeitslosen sind damit zufrieden, alle sind damit zufrieden. Das kriegt man nur bei Community Organizing. Sie im Amt. Ich weiß nicht, ob ich auf der anderen Seite da sitzen möchte. Ja, ist ja auch so. Deswegen ist auch irgendwie das Rollenspiel auch irgendwie sehr wichtig, weil man merkt durch das Rollenspiel, dass man, wenn man auf die andere Seite ist, man sollte irgendwie Gefühl haben für diejenigen, der auch irgendwie bei dir gegenüber sitzt. Und das hat man von diesem Seminar auch gekriegt. Frau Jamul, Sie haben hunderte Menschen trainiert, die an solchen und anderen Trainings teilgenommen haben, um sich im Community Organizing einzubringen. Sind solche Methoden typisch, dass man so Rollenspiele macht? Und was sind denn so, ja, was sind Kernfähigkeiten, die Sie da vermitteln möchten? Well, Mr. Slamy put it really, really well. It's about picturing yourself in the seat of power. A lot of times we talk ourselves out of power. You know, I can't, I could never imagine what it's like to run a company. I could never be the mayor of London, or I could never, you know, I've heard this a lot from the people that we work with, that would say, I couldn't go and see the mayor of London, or I couldn't go and see my local high school principal and talk to him about my children's education, or my local councillor, or whatever it is. And so a lot of times it's us saying we have as much right to that power as anyone else. And so the role plays are a really fun, creative way to put ourselves in situations that that one day we are, and then those situations, there, most of them are actually based on things that we've worked on in the past or plan to work for in the future. So it's not the role plays, but they're not complete fantasy. It is about equipping us to go meet with the mayor, with some of the large corporations. Also ich habe jetzt verstanden, dass es auch viel darum geht, voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu ermächtigen, ja, damit man auf Augenhöhe verhandeln kann. Frau Jamul, vor gut einem Jahr sind Sie nach Ägypten gereist und haben dort Initiatoren des Arabischen Frühlings getroffen, auch um von diesen Menschen zu lernen oder ihnen auch was zu vermitteln. Können Sie uns darüber ein bisschen was erzählen? Was gibt es da voneinander zu lernen? Well, just to say that the trip happened at all was incredible. That Egypt exploded the way it did was incredible, and the fact that, you know, we were lucky enough to work with an organization that had the imagination and creativity to send some of its organizers to Egypt and say, go learn from there. And so we met with around 50 or so people who were at the heart of the uprising in Egypt. Not all of them were at the heart of the uprising, actually. Some journalists, some kind of just normal passers-by, onlookers. And we were there, I don't know if you'll remember this, but we were there when the first vote happened in Egypt for the referendum. And there were queues, there were lines all across the streets. People were queuing for hours to vote. I remember talking to a 60-year-old man. He was sitting under the tree. He'd gotten tired. And I said to him, is the polling station always here? He was in a school. He said, yeah, there's always been a polling station here. People have come here to vote. I said, have you ever seen it look like this? He said, I've never seen anything look like this in my life. And people
crying. I mean, being able to vote and crying that they could vote freely. And have hundreds of volunteers running the voting stations. And so it was just, it's like an awakening. There was part of an awakening. Something happened in Egypt that was pretty monumental. And the people that we were talking to could really feel that. Now, there was a huge anxiety about what next, which is what we're seeing now. And I think it speaks to the Oscar Romero poem. It's never complete. It's, you know, you can't tie a neat bow around it. Politics is in that way. You can't do something incredible happened in Egypt, but you can't tie a neat bow around it. But the people are hopeful. We are hopeful. That's I think what community organizing is, and the essence of it's just this hope. And you carry on. Also ist es vor allem der Spirit dort vor Ort, der dann, ich warte, ja, die Ausgangsfrage war ja, was lässt sich gegenseitig lernen? Ich habe Sie jetzt so verstanden, dass das sehr inspirierend war, dort mit Initiatoren zu sprechen, sich auszutauschen. Aber so mal rein technisch gesprochen, gibt es auch noch Dinge, die man voneinander lernen kann? Oder ist es vor allem so, dass Menschen, die sich einsetzen, sei es Arabischer Frühling oder in der Kommune, sich auch hin und wieder bestätigen müssen in ihrem Streben? Yeah, I mean, it's so, you know, I spoke about moments in history and that those moments, so Egypt was one such moment. And the thing, the technical terms, I mean, if you want me to get into some detail, we learned how they got to Tahrir Square. I could share that with you if that's interesting. So this was the Friday, this was the 29th of January, and demonstrations were called to congregate around Tahrir Square, but people didn't know. It, you know, they thought this was fantasy. They thought there's no way we're going to actually get to Tahrir Square. They picked off key people that they knew. So this movement was a coalition of different strands. And each person, so I would tell you, you bring 20 people, but no more than 20 people. Because if it's more than 20 people, then the Secret Service knows what we're up to. So you just bring 20 people that you know and you trust, and they gave hundreds of people who brought, each of them brought cohorts of 20, and there were something like 29 locations all around Cairo, and they assigned locations with people. And one young man told us, he was one of the assigned people. He had his 20 people. It wasn't that difficult to find. And they didn't know, they weren't sure how they were going to get to this neighborhood. So they took the rickshaw, which is like the bike, and then the ferry through the Nile, which nobody rides in Cairo. Nobody rides the ferry. And they got to this neighborhood called Imbaba. It's like a working class neighborhood in Cairo. And they were the signal was after mosque prayer. So at the end of mosque prayer, they were going to start demonstrating. Now, he was like 22 years old, this young man with his 20 other people around him, young people. They were thinking, we're going to get killed. There's no, how do we start? You know, we start alone outside the mosque. What are you, crazy? But they did, and they gathered, and they received instructions. And again, this goes back to Martin Luther King's point about power. The instructions they received was, if you're strong enough to advance to Tahrir Square, that is, if you have 500 people, if you manage to gather 500 people or more, then you advance. If you're not strong enough, stay put. Because you'll get killed.
And what they did was they started after Friday prayer at the mosque, demonstrating. They circled this neighborhood and they would, you know, kind of gesture, come down, come down. They'd go into restaurants and say, come out, come out. And they built enough momentum that they gathered thousands of people. So they started very small. There was a few other clusters of 20 around them. But they started with about 200 and built to 2,000 in a couple of hours. And then they advanced to Tahrir, which is something about gathering momentum. It's this, you have to do something, you have to act, and then momentum gathers around you, and then you launch at the target. So they advanced to Tahrir Square, and as they were coming, they saw other thousands of crowds. They could see them coming from all kinds of different directions, and they got to Tahrir Square. Interestingly enough, I didn't know this at the time, but Martin Luther King and the Civil Rights Movement had used that same tactic in Birmingham. Young students had kind of scattered all across to weaken the police, to spread the police. So there's something in there about having a very clear, maybe symbolic target, and about reaching out to not just kind of using your trusted relationships, but using those trusted relationships to reach out to a much wider base, and then acting and moving forward. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Bei mir ist es der Moment, wo ich einfach am liebsten weiterfragen möchte. Ich finde das total interessant, was Sie erzählen. Und trotzdem bin ich in der Situation, dass mir die Zeit wegläuft, mir und Ihnen. Und ich möchte an dieser Stelle noch eine letzte Frage stellen. Das ist ein bisschen ein Bruch zu dem vorher, bevor ich das Podium öffne für Ihre Fragen. Und zwar die letzte Frage geht an Herrn Salami. Das ist jetzt ein Bruch, aber so ist das einfach. Herr Salami, das Ganze geht nicht ohne das liebe Geld. Woher bekommt denn Ihr Verein das Geld und wie finanzieren sich Bürgerplattformen? Das ist irgendwie eine sehr, sehr interessante Frage. Wenn es um Geld geht, schaltet viele Sachen, aber bei Bürgerplattform glaube ich, wir ziehen das durch. Und zwar bei meinem Verein ist ja auch so, wir haben gemerkt, dass wir diese Bildung brauchen. Unsere Kinder irgendwie tatsächlich helfen möchte. Unsere Community, unsere Leute, die kommen ja von verschiedenen Ecken und man merkt, wenn das so weitergeht, dann wird irgendwie die Spannweite immer größer, weil die Armen werden immer armer werden und die Reichen werden immer noch reicher. Und das kennen wir auch schon aus Afrika, diese Situation. Deswegen haben wir uns irgendwie zusammengetan und haben wir gesagt, diejenigen von uns in unserem Verein, die tatsächlich arbeitet, die sollen mindestens, das war irgendwie eine kleine Gruppe, ungefähr 30 Leute. Jeder von diesen 30 Personen, die arbeitet, bezahlt mindestens 100 Euro für den Verein. Und das haben wir ungefähr 2 Jahre lang durchgezogen. Jeder von unserem Verein bezahlt 100 Euro. Ja, das hat geklappt. Das ist ja, man braucht irgendwie ein Vertrauen, man braucht irgendwie tatsächlich Basis. Wenn du die Leute hinkriegen, dass die irgendwie dich auch vertrauen und dich auch irgendwie anerkennen, was du da magst, dann machen die das auch. Wenn man irgendwie ein Beispiel nimmt, zum Beispiel, wenn man die ganzen, diese Katharina hier von Amerika, wenn irgendwas sich bewegt, ein Hindernis ist ein Objekt, ein Teil, der irgendwas hindert. Und gleichzeitig diese Objekte, die etwas hindern, ist auch irgendwie eine Stärke für die gleichen Sachen, die sich bewegt. Wenn man die Hindernis mitnimmt, dann bekommt man noch stärker in seiner Bewegung. Und
da haben wir irgendwie gesehen, okay, die Leute haben das tatsächlich gemacht und da haben wir uns zusammengetan. Wir haben einen Raum gemietet, das ist 700 Quadratmeter und da haben wir unsere Kinder, unsere Frauen, alle, viele irgendwie untergebracht. 700 Quadratmeter, das kann viele Leute nehmen. Und da haben wir unsere Kinder versucht zu zeigen, unsere Kultur, die wir auch in Afrika erlebt haben. Wir haben versucht, quasi viele Jugendliche, die auch irgendwie sonst auf der Straße landen würden, mhm, eigentlich wegzunehmen. Ja. Und im Community-Verein, Bisalia, so eine Art, sollte am besten jeder Verein, der in die Bürgerplattform ist oder geht, Bisalia quasi 500 Euro im Jahr. Okay. Das habe ich auch meiner Verein irgendwie darüber erzählt. Es ist natürlich für einen Verein, der irgendwie 5.000 oder über 5.000 monatlich für eine Wohnung, für ein Haus bezahlt, schwierig, noch irgendwie 500 Euro. Ja. Aber da habe ich ihm gesagt, stell dir vor, jede einzelne Person von uns, wir sind jetzt über 200 Leute, wenn jeder alle drei Monate 1 Euro geben würde, jeder von uns, jeden alle drei Monate 1 Euro, da haben wir auf einmal immer zum Beispiel 150 Euro und wenn wir in einem Jahr 150 Euro mal 4 multiplizieren, dann sind wir schon über 500 Euro. Frau Jamul, mögen Sie es kurz ergänzen? Eigenmittel auf der einen Seite, also Einzelpersonen geben auch Geld, ist eine Finanzierungsquelle. Was sind die übrigen Finanzierungsquellen von Community Organizing? So funding is a really important question for us because we don't take public money, we don't take state money, so we can stay independent from government. There's membership dues, so institutions pay to join London Citizens or Impulse Smith. And that's where we get about, almost 20% of our funding will come from that. We like it to be much higher because that money is really where our independence and accountability is. It's kind of the base that make up the community organizations. And then the rest of the money is from foundations. The Korber Foundation has been incredibly generous in its support. In London too, we have a number of foundations that fund our work and people who want to instigate and invest in civil society and kind of see it as the bastion of sectors that can pull and shuffle the other two sectors to the needs of ordinary people. Dankeschön. Ich möchte an dieser Stelle das Podium gerne öffnen für Ihre Fragen. Und meine Bitte wäre, wenn Sie eine Frage haben, dass Sie kurz aufstehen, sich mit einem Satz vorstellen und Ihre Frage dann kurz stellen. Wer mag? Erste Frage. Loring Sittler, Generali Zukunftsfonds, der traditionelle Erstfrager bei vielen Körperveranstaltungen. Eine Bitte an Frau Jamul. Wir haben ja gehört, 1960 Amerika, vor 2 Jahren in Ägypten, Situationen, die sich leider nicht so ganz auf Deutschland übertragen lassen. Es wäre toll, wenn Sie es noch 2 oder 3 Geschichten des normalen Kämpfens gegen eine übermächtige Bürokratie erzählen könnten, von denen wir hier in Deutschland ja noch mehr haben als Sie in England. Also da 2 Storys noch zu liefern. Und eine Sache noch zur Hamburger Impulsmitte, der letzten Thema, das da war, die Finanzierung. Das ist die Achillesferse gegenwärtig, weil die Förderung, die Anfangsförderung, die wir als Generali Zukunftsfonds zusammen mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gegeben haben, dieses Jahr ausläuft. Und wir suchen dringend nach weiteren Förderern. Wenn also jemand heute Abend dafür Blut geleckt hat, und jemand kennt, der telefonieren kann und Geld beschaffen kann, dann bitte melden. Okay, ein Spendenanruf, ein Aufruf und eine Abenteuergeschichte, Lina, bitte noch. Wow, what a question. I'll tell you maybe just one, one,
one story, one recent story from the work in London. We had, as you heard me say, these Olympic Games were paying all their low workers, the what would traditionally be low-wage workers, were being paid a living wage, which, if I can just very quickly tell you the difference, the living wage is £8.55 an hour in London, and the national minimum wage is £6.50 an hour. So there's quite a big difference. No one can survive on the national minimum wage in London. You can survive on the living wage in London. And so, and we know unemployment is a really big problem in London, in a lot of our communities, particularly young people are really struggling to find work, and it's a vicious circle. No one will give them work because they don't have experience. Because they don't have experience, they can't get work. And we struck a deal with the employers directly, with the Olympic organizers, that they would bring, we would buy, all this bureaucracy was in the middle, trying to connect people in East London to jobs that existed. And the bureaucracy was incredibly dysfunctional and couldn't connect neither the jobs to the right people, nor the people who wanted to work to the jobs. And so we went to the London organizers for the Olympic Games and said to them, you bring, because this is, these wages are living wage, you bring employers to the churches and the mosques and the school halls, and we will bring people from our communities who we know want to work. We ended up seeing, we ended up seeing 2,000 people looking for work. And out of those 2,000 people, 1,500 got jobs with these employers. So we held many events in the community, not in the kind of, not in the bureaucratic world of the job center, which I don't know, again, what it's like here in Germany, but in the UK, they're terrible places. And we turned looking for a job upside down and managed to connect people to work in a really meaningful way, actually much, much better and more productively, and actually outperformed the bureaucracy that was on the ground in terms of numbers, let alone in terms of quality of experience completely. That's just one example of... Olga Masur. Zuerst ein Dank und dann eine Frage an beide. Der Dank ist, ja, die Armen werden immer ärmer, die Reichen werden immer reicher. Und ich finde den Gedanken, dass Afrikaner in Europa dafür sorgen, dass es keine afrikanischen Verhältnisse hier gibt, so anrührend, das nehme ich heute wirklich mit. Vielen Dank. Und die Frage, ehrenamtliche Arbeit hat ja auch viele schwierige Punkte, sehr viele Befindlichkeiten. Was, vielleicht von jedem ein Beispiel, was ist das, was am schwierigsten war oder ist in dieser Arbeit und wie haben Sie es gelöst? Also bei uns werde ich mal sagen, am schwierigsten war, die Leute zu organisieren, die Leute zusammenzukriegen, um an dich zu glauben. Es ist immer schwierig, man kann nicht einfach so jemand sagen, komm mit, wir machen etwas und sagt, ja, okay, gut, ich komme mit. Du musst ihn überzeugen. Das heißt, du musst ihm ein Beispiel zeigen. Du musst selbst als Vorbild sein. Das heißt, bevor ich etwas irgendjemand rufe, damit er irgendwas mitmacht, dann zeige ich ihm, ich mag das schon doppelte oder dreifache. Und dann ist er vor ihm schon erleichtert. Dann sagt er, wenn er schon von 500, 300 schon gibt, dann gebe ich mal lieber meine 50 Euro. Das juckt mir ja nicht mehr. Und
das hat immer meistens geklappt, wenn man schon als Vorbild etwas richtig mag, wo die anderen Leute sagen, wow, der wollte ja was bewegen, ansonsten wird er sich nicht tief in die Tasche greifen oder werde ich nicht seine Zeit zu viel in diese Sachen reinspendieren. Und dann machen doch die anderen Leute auch mit. I'll just give you a really quick answer. I think it's people like being agents for change. And so Mr. Salami talked about the accountability assembly that you came to, where normal Londoners were setting the agenda for the mayoral candidates in London. And people, like you know, they now have a stake in London in negotiating with the mayor and in saying that this is the agenda that we want London to have. And so leaders rise to that and take more ownership, participate, want to be part of negotiating with the mayor and also setting the agenda and coming to listen. Ich heiße Fatma Kessel, gehöre zu der muslimischen Frauengruppe und bin auch ehrenamtlich in der Bürgerplattform Impulsmitte tätig. Ich möchte zu der Frage ein anderes Beispiel geben. Also wir arbeiten mit Impulsmitte für einen sicheren Stadtteil und die Leute kommen deshalb auch dahin, weil sie nachwirkend merken, es wird in ihrem Stadtteil viel besser, wenn sich diese Damen engagieren. Und also es kommt zudem auch zugute, nicht nur für uns, für unsere Gruppe, sondern auch für die Leute, die wir einladen und sagen, Mensch, das ist ein wichtiges Thema, da müsst ihr dabei sein. Dankeschön. Weitere Fragen? I want to ask a question. Deutsch? Ja, das wird übersetzt. Ach so, Sie klar. Können gerne auch auf Deutsch und sich gern vorstellen. Heinz Dreves. Und ich habe eine Frage an Frau Jamul. Sie haben den arabischen Frühling direkt gegenübergestanden. Sie sind in Ägypten gewesen. Was sagen Sie zu den Berichten, die uns sagen, dass dieser arabische Frühling in einer großen Enttäuschung geendet hat oder zu enden droht? I mean, it's been mixed. You know, it's not all good and it's not all bad. Like politics. So the Arab world is waking up to politics. That's a good thing. What can I say? It's a mix, but that's real. That's how things function. There is never all good and all bad. So I think on the whole, that's good. if that's not a cop out. But you actions have reactions and consequences. I think there's been a very a positive move. I'm going to tell you a little story. In my grandmother's house in Syria, where we would go back every summer, you couldn't say the president's name, even if you're with your family. In your family house, with only family around you, the fear was almost like in your blood. That's not the case anymore. At a terrible cost, and who knows what's going to happen in the future, but something has happened there. And it's not neat, and we can't
wrap it up in anything or make any kind of conclusions about it. And again, like the Oscar Romero poem, we don't see end result. We may never see the end results. But I think a shift has happened, and I have to believe, I have to look at that with hope. Lassen Sie uns das als Schlusswort nehmen. Die Körperstiftung lädt Sie zu einem Glas Wein ein und die hier anwesenden Referenten und Sprecher haben mir versprochen, dass sie auch noch da bleiben. Sprich, es gibt Zeit für gute Gespräche im Nachklapp. Und ich möchte mich ganz herzlich bei meinen Rednern bedanken, bei Herrn Salami, Frau Jamul und für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Applaus